Hallo zusammen, Kai Matthias hier für die Industriearena für Voice of CNC. Wir befinden uns auf der AMB auf dem Stand von Heidenhain. Kein unbekannter Name, wenn es um das Thema CNC-Steuerung und Messtechnik geht. Und neben mir ist der Daniel Larisch, Anwendungstechniker bei Heidenhain. Und wir würden gerne auf ein paar Produktneuheiten und Innovationen bei euch eingehen. Und vor allem das Stichwort TNC7. Die sehen wir hier und ich würde die Frage direkt an Sie richten. Was gibt es da Neues? Was gibt es an Innovationen, die Sie uns da zeigen können? Ja, hallo. Also die zwei Neuerungen, was ich am besten finde, werde ich jetzt einfach mal kurz vorstellen. Das ist zum einen der Override Controller 310. Also der ist neu, ein neuer Potty der neuen Generation. Der hat jetzt drei Funktionen in einer. Und zwar, ich kann den programmierten Vorschub, ich kann den Eingang regeln und ich kann NC-Start betätigen. Also drei Funktionen in einer. Das erleichtert halt das Einfahren von Bauteilen für mich als Bediener ja wirklich sehr. Weil ich habe immer den Blick in der Maschine und kann immer mit einem Potty das Ganze regeln. Warum erleichtert mir das Ganze das? Weil ich erstens mal, wenn ich den aufdrehe, bei 100% eine Vibration bekomme. Das heißt, ich kann mich immer an dem Potty orientieren bei 100%, wenn ich das einfahren will. Dann muss ich nicht die ganze Zeit in die Maschine schauen, muss die ganze Zeit wieder auf die Steuerung schauen, bei wie viel Prozent bin ich, sondern ich kann mich eben an dieser Vibration orientieren. Also das gefällt mir sehr gut. Und ich kann auch einen bedingten Stopp einbauen. Das heißt, wenn es mal vielleicht kritisch wird, vorm Schwenken, vorm Werkzeugaufruf, sonstiges, dann kann ich halt sagen, okay, bitte bleib an der Stelle stehen und ich kann den Potty dann wieder von neu aufdrehen. Also ich bin da sehr viel sicherer unterwegs und es mir als Bediener erleichtert mir das Einfahren wirklich sehr. Die zweite Funktion ist das modellunterstützte Einrichten, also das Antasten. Ich kann, wenn ich so ein 3D-Modell habe von meinem Bauteil, kann ich alle 6 Freiheitsgrade relativ gut antasten und relativ schnell. Das heißt, ich kann hier, wir sehen hier alle Freiheitsgrade, kann ich mit 6 Punkten hier mein Werkstück wirklich komplett ausrichten und eben antasten, Bezugspunkt setzen. Ja, schon mal vielen Dank für diesen kurzen, aber ausführlichen Einblick. Das heißt, ich höre raus, viel Effizienzsteigerung, aber auch Vereinfachung für den Bediener an der Maschine in Thema Haptik, aber auch visuell habt ihr es super umgesetzt. Sehr, sehr cool und eben ist noch von mir das Thema Messtechnik und Sensorik gefallen. Das würde ich gerne nochmal beleuchten und dafür gehen wir mal kurz an Station Nummer 2. Wir sind an Station Nummer 2 angelangt und widmen uns einem weiteren Fokusthema bei Heidenhain, nämlich der Sensorik, der Messtechnik und vor allem der Prävention. Denn hier befinden wir uns vor dem TD110. Da geht es um frühe Erkennung bei der Werkzeugbruchsensorik. Und da würde ich doch nochmal die weitere Frage an Herrn Larisch richten. Worum handelt es sich hier? Was sind die Neuheiten? Was ist das Besondere? Genau, also wir haben hier den TD110. Und damit kann ich sehr schnell Werkzeuge auf Bruch überprüfen. Und zwar sehen wir jetzt hier, wenn ich mit meinem Werkzeug vorbeifahre, im Eingang möglich, wenn ich hier vorbeifahre und mein Werkzeug ist noch da, dann kann der Prozess ja ganz normal weiterlaufen. Sollte mein Werkzeug aber nicht mehr da sein, weil es gebrochen ist, dann bekomme ich direkt an die Maschine ein Signal, mein Werkzeug ist gebrochen und ich kann dann dementsprechend darauf reagieren. Also schon mal sehr wertvoll, wenn es darum geht, vorausschauend zu arbeiten, präventiv schon Maßnahmen zu treffen und kosteneffizient zu arbeiten. Und gerne würde ich nochmal das Thema auch Integration weiterer Produkte bei euch beleuchten, wie das Zusammenspiel ist oder wenn es darum geht, auch mal Maschinen nachzurüsten. Und da werfen wir mal einen kleinen Blick auf die VT122, ich wollte schon 12 sagen, und wie das vielleicht miteinander harmoniert und wie das zusammenspielt. Genau, wir werfen einen Blick auf die VT122, auf unsere Kamera und schauen uns an, was wir hier machen können. Und zwar können wir einmal das Werkzeug vermessen, Länge, Radius und Schneidenradius. Das heißt, ich brauche kein externes Tool mehr, kein Voreinstellgerät oder auch keinen Laser mehr. Und dann kann ich auch noch Fotos von meiner Schneide machen. Einmal sehen wir hier von unten und ich kann auch Fotos von der Seite machen, wenn ich hier einmal rüberfahre. Und mit diesen Fotos kann ich Prozesse dokumentieren oder eben natürlich meine Schneide kontrollieren und schauen, kann ich die noch verwenden für den weiteren Verlauf oder muss ich vielleicht mein Werkzeug wechseln. Das sehen wir jetzt eben hier. Also ich kann hier verschiedene Beleuchtungen einstellen. Das sehen wir hier, habe verschiedene Blickwinkel auf meine Schneide, kann eine Panoramamessung machen und kann dann eben einen Bruch einstellen, einen Verschleißwert, wo ich sage, okay, ab diesem Wert will ich vielleicht mein Werkzeug dann wechseln.
Also das sehen wir eben jetzt hier bei dem Ausbruch von dieser Schneide. Also hier ein weiterer führender, innovativer Prozess im Hause Haldenhain, wenn es um die Sensorik, um die Prävention geht. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank für diesen kleinen Einblick, für den Ausblick, was die Zukunft so bringt. Und ja, wir sprechen weiterhin über Innovation und ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Ja.